Lesung aus Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Auf Felsen oder auf Sand gebaut. Darum gleicht jeder, der mein Wort hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der mein Wort hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Wenn wir auf Gottes Wort hören und auch danach handeln, bauen wir auf den Felsen. Das Wort Gottes ist für uns ein fester Grund, auf den wir stehen können und vertrauen, dass alles, was er uns verheißt, ganz bestimmt eintreffen wird. Gott hat so viele Verheißungen und gerade in stürmischen Zeiten sollen wir sie lesen. Gottes Wort tröstet uns, ermutigt uns und gibt uns neue Horizonte. Halten wir uns fest an seinem Wort, denn nichts und niemand kann uns von ihm und seiner Liebe trennen. Das ist sein Wort. Ich wünsche Ihnen Gottes überreichen Segen.